YouTube-Anzeigen funktionieren wunderbar, um Kunden zu bekommen. Warum soll ich dann überhaupt organisch noch einen Kanal aufbauen? Warum soll ich das überhaupt machen, Jonathan? Okay, fangen wir direkt mit einer polarisierenden Frage an. Also, um mal die Lanze zu brechen für Werbeanzeigen. Also Werbeanzeigen, jeder Mensch, der sein Geschäft skalieren will, der braucht die unbedingt. Ja. Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, wenn man einfach extrem schnell wachsen möchte. Wenn man sagt, hey, ich mache jetzt vielleicht 50.000 Euro Monatsumsatz, wie komme ich jetzt schnell auf 150.000? Dann würde ich immer sagen, mach Werbeanzeigen, das ist genau der Weg. Jetzt ist es aber so, dass ja nicht jeder direkt schon 50.000 Euro Umsatz beispielsweise macht. Und gerade Leute, die sagen, ja, ich tue mich gerade noch schwer, Kunden zu bekommen. Irgendwie die Leute, die zweifeln an meiner Expertise. Ich habe Interessenten in einem Verkaufsgespräch, aber die sagen, oh, ich habe noch einen anderen Anbieter oder ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Also Leute, die das kennen, diese Probleme, die würden extrem stark von einem YouTube-Kanal profitieren. Warum? Wunderbar, dass du fragst. Schön, dass ich frage, genau. Also, was ein YouTube-Kanal... Also, fangen wir anders an. Also, wie Leute... heute kaufen. Das ist in der Regel so. Jemand stellt fest, ich habe ein Problem. Zum Beispiel, ich möchte Werbeanzeigen schalten oder ich möchte vielleicht abnehmen oder ich möchte einen Partner finden, was auch immer. Er hat ein Problem. Und dann beginnt so eine Recherchephase. So, wie kann ich denn jetzt mein Problem lösen? Welche Anbieter gibt es denn, wo ich mir so eine Lösung kaufen kann? Und in dieser Recherchephase, da wird geschaut, passt das Angebot zu mir? Kann ich dem Anbieter vertrauen? Funktioniert das auch für mich? So, meine Situation ist ja vielleicht ein bisschen anders als der Standardfall. Kann das dann auch für mich klappen? All das wird ja in so einer Recherchephase dann im Prinzip überprüft, bevor man ein Verkaufsgespräch bucht. Und genau das, was jemand hören muss, damit er sagt, ja, ich möchte jetzt mich beraten lassen oder ich möchte da jetzt ein Produkt kaufen, genau das kann man in YouTube-Videos abbilden. Also das heißt, ganz konkret, wenn man einen YouTube-Kanal aufbaut, dann sollte man da Videos haben, die das eigene Angebot erklären. Was bringt es, für wen bringt es etwas? Dann sollte man demonstrieren, ich habe hier erfolgreiche Kunden. Schau mal, solche Ergebnisse kann ich liefern. Oder möglicherweise geht es dann um Einwände, die man einfach lösen kann. Und wenn man alle diese Sachen macht, dann führt man im Prinzip eine Art Verkaufsgespräch vor dem eigentlichen Verkaufsgespräch. Und das ist eigentlich total cool, weil Leute, die sich diese Videos anschauen, die lernen ja dich kennen, die lernen dein Unternehmen kennen und bauen im Laufe der Zeit immer mehr Vertrauen auf, bauen immer mehr Kaufinteresse auf. Und wenn sie sich dann melden, dann geht es eigentlich nur noch darum, so, okay, wo kann ich unterschreiben? So. Dass wir beide ja sehr überzeugt sind von dieser Plattform YouTube, das ist ja klar. Ihr macht vor allem organisch, ich mache ja vor allem Anzeigen. Ich denke mir, Mensch, das dauert doch ewig, bis das funktioniert. Anzeigen sind doch so viel schneller. Wie lange dauert es, bis so ein YouTube-Kanal das erledigen kann, was du gerade beschrieben kannst? Weil theoretisch hört sich das super an. Praktisch denke ich mir, Mensch, da bin ich ja 10 Jahre weiter. Ja, okay. Also vielleicht, da darf ich ein bisschen ausholen? Bitte. Okay, wunderbar. Also... wir machen mittlerweile YouTube schon recht lang. Also ich habe 2017 angefangen, einen eigenen YouTube-Kanal aufzubauen, der dann im Laufe der Zeit auf vielleicht 450.000 Abonnenten gekommen ist. Sind jetzt mittlerweile 450.000 Abonnenten. Und wir haben vielen Leuten gezeigt, wie sie sich ebenfalls so eine Reichweite aufbauen können. Also in kurzer Zeit mit wenigen Videos so eine große Reichweite. Und das, was wir immer wieder festgestellt haben, ist, Leute haben sich zwar einen großen YouTube-Kanal aufgebaut, aber sie haben dadurch nicht mehr Umsatz gemacht. Zumindest nicht deutlich mehr Umsatz. Okay. Und das ist eigentlich total faszinierend, weil mein Lieblingsbeispiel dazu ist, was bringt es dir, wenn du Reichweite hast bei Schulkindern, wenn du eigentlich Anti-Faltencreme verkaufen möchtest? Mismatch in der Zielgruppe, ganz genau. Und viele Leute, häufig auch im B2B, haben ja relativ kleine Zielgruppen. Immobilienmakler meinetwegen, das sind 60.000 in Deutschland. So, das heißt, ich muss keinen Kanal aufbauen mit 60.000 Abonnenten, damit sich das Ganze überhaupt trägt, sondern es reicht, wenn ich Videos mache, wenn ich Immobilienmakler als Zielgruppe habe, die vielleicht ein Dutzend Klicks bekommen oder wenige Dutzend Klicks, aber wenn sie von den richtigen Leuten sind, von Immobilienmaklern, die jetzt gerade ein Problem haben und das ich lösen kann, nun, dann sind da ja schon die richtigen Leute dabei. Dann muss ich ja einfach nur noch überzeugend sein in den Videos und kann da erste Kundenanfragen bekommen. Also das heißt, diese Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, es geht gar nicht darum, Reichweite aufzubauen, einen großen Kanal aufzubauen, weil das braucht Ressourcen, das braucht Zeit. Sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, die richtigen Videos zu machen, die einfach
die Zielgruppe überzeugen, dass sie sagen, hey, das ist der richtige Experte für mich, mit dieser Person möchte ich arbeiten. Und dann, wenn man das richtig macht, dann kann so ein Kanal ab den allerersten Videos konvertieren. Also, was wir im Best Case sehen, ist jemand macht einen neuen YouTube-Kanal, lädt sein allererstes Video hoch und kriegt direkt darüber Leads. Wenn du Leads sagst, was meinst du mit Leads? Leads, also Kundenanfragen. Okay. Also jemand, der sich zum Beispiel einträgt für ein Beratungsgespräch. Okay. Das heißt, ihr geht auch, also ich empfehle ja nicht direkt von der Anzeige auf Beratungsgespräch zu gehen. Mhm. Du sagst aber organisch direkt aufs Beratungsgespräch. Ja. Warum? Nun, also dein Verkaufsprozess sieht, denke ich, eher so aus. Du machst eine Anzeige, die schaltest du dann auf zum Beispiel ein Webinar oder einen VSL. Genau. Und zwar also auf längeren Content, weil jemand, der dir nur 3 Minuten einmal zugehört hat, der ist halt einfach noch nicht so kaufbereit. Der findet dich vielleicht noch nicht sympathisch genug, da ist noch nicht genügend Vertrauen da. Aber was wir mit einem organischen YouTube-Kanal machen, ist ja im Prinzip genau das, also ein Webinar in einzelne Videos unterteilen. Also man zerstückelt ein Webinar und macht einzelne Videos draus. Oder, also es ist im Prinzip wie ein VSL. Also das heißt, das YouTube-Video deckt diese Funktion schon ab. Wir müssen ganz kurz mal VSL erklären, was das ist. Video Sales Letter ist so ein Wort aus dem englischen Raum, Online-Marketing-Sprech. Das ist ein Video, das bestimmt psychologisch aufgebaut ist, um Kaufinteresse zu wecken. Mhm. Und entweder verkaufst du danach direkt ein Produkt oder eben in Verkaufsgespräch rein. VSL, ganz wichtig. Ja, richtig. Die kennst du nämlich noch nicht. Okay, ja, sehr gut. Gut, dass du nochmal das erklärt hast. Ja, genau. Also das heißt, ein YouTube-Video erfüllt direkt sogar 2 Sachen. Also zum einen hat es einen ähnlichen Effekt wie eine Werbeanzeige. Man kann entdeckt werden von der Zielgruppe. Aber zum anderen ist es halt auch so wie ein Webinar, dass sich Leute ja auch freiwillig anschauen. Sie sagen, ich habe gerade Interesse an dem Thema und dieses Interesse bekunde ich, indem ich draufklicke. Also es ist eine aktive Handlung, dass ich mehr zu diesem Thema wissen will. Das heißt, Leute, die sich YouTube-Videos anschauen, die sind noch mal ein Stück kaufbereiter als Leute, die nur die Anzeige gesehen haben. Gebe ich dir recht. Jetzt sehe ich aber viele Kanäle, die da so vor sich hin dümpeln, sagen wir mal. Da sind ein paar Videos hoch mit 3 Aufrufen. Da wird das schwierig mit der Lead-Gewinnung. Also 3 Aufrufe ist tatsächlich etwas mager. Also da wird nicht viel passieren. Aber wenn man in der Größenordnung ist von einigen Dutzend Klicks, also selbst unter 100 Klicks auf einem Video, dann können das Kanäle sein, die einfach schon den Zusatzumsatz irgendwo im 5-stelligen Bereich erwirtschaften, wobei das natürlich extrem stark vom Angebot abhängt. Also bei unserer Hauptzielgruppe, das sind vor allem Berater, das sind Coaches oder das sind Agenturen, die haben häufig ein 4- bis 5-stelliges Auftragsvolumen. Da reicht es ja, wenn man vielleicht 2, 3, 4 Kunden gewinnt, um zusätzlich einfach mal 10.000 Euro oder mehr zu machen. Und dafür reichen dann wiederum wenige Dutzend Klicks aus, wenn sie von den richtigen Leuten sind. Aber das kann ich ja nicht steuern. Naja, ein bisschen. Also wenn du ein Angebot hast, mit dem du schon länger auf dem Markt bist, dann hast du ja bisher schon irgendwas gemacht, um Kunden zu gewinnen. Das können jetzt zum Beispiel Direktnachrichten sein über Social Media. Das kann Netzwerken sein, vielleicht der Aufbau einer E-Mail-Liste. Es kann sein Kaltakquise, das Versenden von physischen Direktmailings, was auch immer. Ach, da gibt es jemand, der macht das. Nämlich so habe ich euch mal kennengelernt. Genau, ihr habt das nämlich verschickt. Fand ich total interessant, einen Medienbruch. Gehen wir gleich später nochmal drauf ein. Können wir gerne machen, ganz genau. Also, jeder hat ja schon irgendwas gemacht, um Interessenten zu kontaktieren. Und jetzt ist es so, zum Beispiel, wenn ich jetzt Direktnachrichten rausschreibe, so einer in 100 ist irgendwie immer dabei, der kauft. Aber 99 andere kaufen nicht. Obwohl sie ja, wenn ich sie gut targetiert habe, grundsätzlich in der Zielgruppe sind und grundsätzlich Interesse haben. Es gibt ja einen Grund, warum die nicht kaufen. Und der Grund, warum sie nicht kaufen, ist, da fehlt das Vertrauen, da fehlt vielleicht, also das Vertrauen des Unternehmens in seine eigene Umsetzungskompetenz und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt anfange, YouTube-Videos zu machen, dann kann ich die ja diesen Leuten zuspielen. Das heißt, ich muss ja gar nicht darauf warten, dass der YouTube-Algorithmus mich entdeckt und meine Videos vorschlägt, sondern ich kann die ja wirklich aktiv in meinen Verkaufsprozess einbauen. Ich kann einen Newsletter machen, ich kann sie auf LinkedIn posten, auf Facebook posten, wo auch immer ich meine Zielgruppe habe. Und so entdecken mich ja Interessenten. Nochmal zum Zeitfaktor, weil der ist für mich so wichtig. Mhm. Ich bin ein schrecklich ungeduldiger Mensch und ich glaube, ganz viele Unternehmer sind schrecklich ungeduldige Menschen. Ja. Und wenn ich mir überlege, oh, das dauert alles unglaublich lange. Und du sagst, ja, auch schon mit so ein paar Klicks. Mhm. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie lang würdest du sagen, dauert es, um so einen Kanal aufzubauen,
dass man auch einfach ein bisschen Traction, ein bisschen Momentum bekommt. Mhm. Ja, also das hängt immer von so vielen Faktoren ab, dass es schwer ist, das pauschal zu sagen. Fangen wir mal überhaupt an, ist es möglich, Traction aufzubauen? Ist es möglich, so einen Kanal zum Wachsen zu bringen? Und das hängt immer von der Zielgruppe ab. Also wenn man jetzt diese Immobilienmakler hat, zum Beispiel diese 60.000, und dann erwartet, dass man irgendwie Videos mit 10.000 Aufrufen bekommt, dann wird das einfach nicht passieren. Die Leute sind, die gibt es einfach nicht. Es gibt gar nicht die Zielgruppe in der Größenordnung. Also das heißt, man sollte dieses Thema Traction, also es ist eigentlich die falsche Metrik. Es geht ja gar nicht darum, Reichweite aufzubauen. Was ist die richtige Metrik dann? Die richtige Metrik, das sind die Kundenanfragen, die man bekommt. Okay. Am Ende des Tages geht es um Umsatz. Und also wenn ich 100 Leute habe, die wirklich genau aus meiner Zielgruppe sind, und bei diesen 100 Leuten, da geht es nur noch darum, dass sie jetzt das Richtige von mir hören. Also, dass sie zum Beispiel von mir hören, warum sie jetzt starten müssen und nicht erst in 3 Monaten, hört man ja häufig in Verkaufsgesprächen. Ich mache das mal wann anders. Oder wenn sie hören, hey, es funktioniert auch für dich, zum Beispiel ein YouTube-Kanal funktioniert auch für dich, selbst wenn du dich nicht so wohl vor der Kamera fühlst. Ja, wenn ich da sukzessive diese Einwände abbaue und diese Leute gewinne, dann habe ich halt so Richtung 100 Kunden mehr. So, das heißt, letzten Endes geht es um die Anzahl an Leads, die ich bekomme. Das ist die richtige Metrik. Und das wird häufig verwechselt. Also ich kann auch verstehen, woher das kommt. Weil wenn man sich jetzt einfach mal auf YouTube umschaut und so guckt, welche Kanäle man selber verfolgt, dann sind es häufig irgendwelche Influencer, die halt irgendwie so ein Massenpublikum bespielen. Ja. Die haben dann Zehntausende, Hunderttausende oder sogar Millionen Abonnenten. Aber diese Kanäle sind, also die sind lang nicht so profitabel. Also ich weiß es ja, weil ich habe ja selber so einen Kanal. Und dieser große Kanal, den ich habe mit 450.000 Abonnenten. Um welches Thema geht's da? Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Also eigentlich auch Themen, die für Unternehmer grundsätzlich interessant sind. Aber, also dieser Kanal ist um Größenordnungen unprofitabler als unser kleiner Nischenkanal mit ca. 2.000 Abonnenten. Weil der spielt uns jeden Monat eine Handvoll Kundenanfragen rein. Wir haben Paketpreise im 4- bis 5-stelligen Bereich. So, das bringt uns Zehntausende Euro jeden Monat extra. So, obwohl wir ja auch immer nur so ein paar hundert Klicks auf unsere Videos haben. Nur, aber es sind die richtigen Klicks. Es sind die richtigen Klicks. Ja, das sage ich ja auch immer, es sind die richtigen Klicks. Bei wem funktionieren YouTube-Kanäle nicht? Bei wem funktionieren Kanäle nicht? Also, ja, es gibt Zielgruppen, da würde ich sagen, mach keinen YouTube-Kanal. Und zwar ist es immer dann, wenn man jetzt ein sehr, sehr günstiges Produkt verkauft. Zum Beispiel eine Tasse mit Gummibärchen drin für 2,95 Euro. 2 Euro, genau. Würde nicht funktionieren. Kann ich so nicht empfehlen, weil, also bis da genügend Leute reinkommen, dass man sagt, ja, man verdient jetzt mal, sagen wir mal so 10.000 Euro extra jeden Monat, dann würde ich sagen, so ja, das lohnt sich irgendwie schon, da jetzt mal Zeit reinzustecken. Bis ich da so viele Tassen verkauft habe, da brauche ich ja unendlich viele Klicks. Aber wenn ich jetzt ein Produkt auf der anderen Seite habe, das mir mal mindestens so 2.000 Euro einspielt, wenn ich es verkaufe, das ist relativ einfach. Also weil dann sieht man den Return, je nachdem, wie geschickt man sich anstellt, innerhalb der ersten Videos, die man produziert. Also weil man hier direkt einfach schon Kunden kriegt für einige tausend Euro. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall. Also das heißt, für Leute, für die sich's okay, es ist, ja, fallen mir noch ein paar Sachen ein. Mhm. Also, erster Punkt, es lohnt sich definitiv nicht, wenn man irgendwo im niedrigpreisigen Bereich ist, also irgendwie Produkte verkauft im unter 1.000 Euro. Da würde ich sagen, es gibt andere Wege, die schneller Geld zurückbringen, als jetzt einen YouTube-Kanal von null aufzubauen. Wenn man schon einen YouTube-Kanal hat allerdings mit 10.000 Abonnenten, dann lohnt sich das total. Das ist dann super cool. Das ist dann der Marathon. Da muss man dann die Durchstrecke dahin. Genau. Ganz genau. Aber jetzt für den Fall, dass man einen neuen YouTube-Kanal startet, also bei günstigen Produkten auf gar keinen Fall, würde ich wirklich nicht empfehlen. Das lohnt sich lange nicht. Dann der nächste Punkt. Moment, da hatte ich noch was. Genau. Wenn das Angebot noch nicht validiert ist. Also wenn man jetzt wirklich neu mit einem Angebot startet und sagt, ja, ich weiß noch nicht so genau, wer meine Kunden sind, ich habe es eigentlich auch noch nie so verkauft, dann lohnt sich das auch nicht, weil der Grund dafür ist folgender. Ein YouTube-Video ist ja jetzt kein magisches Werkzeug, das einen mit Leads zuschüttet. Ach echt? Schade, das habe ich jetzt aber gedacht. Das denken viele, wahrscheinlich auch mit YouTube-Ads, aber tatsächlich ist es ja nur eine digitale Kopie von dir. Ja. Und wenn du nicht weißt, wie du dein Angebot verkaufst,
dann werden deine YouTube-Videos das auch nicht für dich verkaufen. Wenn du aber deine Zielgruppe kennst, wenn du weißt, was deren Probleme sind, was deren Ziele sind, was sie halt falsch machen, also was sie nicht an ihr Ziel bringen, was deren Einwände sind, dann kannst du ja genau diese Sachen bespielen. Und du weißt ja schon, dass das Leute überzeugt, weil du es ja schon im Verkaufsgespräch gemacht hast. Und dann hast du einfach in kürzester Zeit einen Return. Also mit wenigen Videos kriegst du ja dann direkt die Kunden wieder rein. Ja, also man kann sagen, was organische YouTube-Videos sind, das ist wie ein Verkaufsgespräch, das du selber nicht führen musst. Du nimmst die einzelnen Aspekte raus, die du eben im Verkaufsgespräch hast. Also du erklärst dein Angebot, du baust Vertrauen auf, du zeigst Fallstudien, alle diese Sachen. Und die stellst du Leuten skaliert zur Verfügung. Das heißt, statt nur mit einer Person in jetzt einem Beratungsgespräch zu reden, redest du ja auf einmal zu Hunderten. Also dieses Video hier, das werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch einige Dutzend, einige Hundert, vielleicht sogar einige Tausend Leute sehen. Aber ich musste das jetzt nicht jeder dieser Personen sagen, sondern wir haben uns einmal hier unterhalten. Und trotzdem können es viele Leute sehen. Also ein skaliertes Verkaufsgespräch. Ja, ich sage auch immer, YouTube-Videos sind im Endeffekt mein bester Vertriebsmitarbeiter, den ich haben kann. Also nichts gegen die tollen Leute, die mit mir arbeiten, aber YouTube ist schon ziemlich cool. Du hast selber diesen Persönlichkeits-YouTube-Kanal aufgebaut. Was würdest du sagen, was ist der größte Fehler, den du immer und immer wieder siehst, den gerade so Anfänger machen bei YouTube-Kanälen? Der größte Fehler ist, jetzt müssen wir differenzieren. Also es gibt Leute, die bauen einen YouTube-Kanal auf, um YouTuber zu werden. Die adressieren wir jetzt, denke ich, hier aber nicht, sondern wir adressieren Unternehmen, genau. Genau, also wenn es darum geht, einen YouTube-Kanal aufzubauen, der einem wirklich gute Kunden bringt, die gerne das eigene Angebot kaufen. Das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Und häufig ist es so, dass wenn jemand jetzt einen YouTube-Kanal anfängt, um Leads darüber zu gewinnen, dann schaut er, welche Tipps bekomme ich denn so, wie man einen Kanal aufbaut. Mhm. Aber alle diese Tipps, die sind für YouTuber gemacht. Da geht es darum, wie gewinne ich ein Massenpublikum. Aber ein Massenpublikum, also Reichweite ist die falsche Metrik. Also es geht nicht darum, viele Klicks zu bekommen, weil wenn ich viele Klicks will in kurzer Zeit, dann habe ich immer eine Fehloptimierung. Der einfachste Weg, um viele Klicks zu bekommen, wäre jetzt einfach politischen Content zu machen. Das wäre Verschwörungstheorien zu machen. Total polarisieren, ja. Oder wie Mr. Beast, der erfolgreichste YouTuber, sich irgendwelche verrückten Gewinnspiele auszudenken. Ja, also genau, sowas in der Richtung. Das sind so die einfachen Wege, um viel Klicks zu bekommen. Aber darüber entsteht kein Umsatz. So, der Umsatz, der entsteht halt dann, wenn ich die richtigen Leute anziehe, die sich für meine Dienstleistung interessieren und denen einfach plausibel klar mache, warum mein Angebot gut für sie ist. Und wenn ich mir jetzt alle diese Tipps anschaue für YouTuber, dann habe ich automatisch eine Fehleroptimierung. Dann geht es irgendwie in Richtung Reichweite, da geht es dann um SEO-Videos und sonst irgendwelche Sachen. Aber darum geht's nicht. Also das heißt, niemals auf YouTuber-Tipps hören, niemals zum Beispiel nur, weil jemand sagt, ich habe mal für Mr. Beast gearbeitet, mit dem solltest du dann nicht arbeiten. Das ist genau der falsche Weg. Wenn wir um YouTube anzeigen, tue ich ja großen Wert gerade auf den Anfang legen. Mhm. Wie wichtig ist der Anfang bei so einem YouTube-Video? bei einem YouTube-Video ist der Anfang nicht das, was man im Video sagt, sondern der Anfang ist sogar noch mal einen Schritt eher. Und zwar in Titel und Thumbnail. Okay. In dem Vorschaubild. Weil, also was bringt mir das beste Video der Welt, wenn niemand drauf klickt? Dann sehen die Leute ja den Inhalt nicht. Und YouTube, also das ist auch so, wenn du wirklich das beste Video der Welt machst, von dem jeder begeistert wäre, wie auch immer das dann aussehen mag. Mhm. Aber jeder wäre begeistert. YouTube würde dieses Video keinem zeigen, wenn die Leute nicht drauf klicken. Das heißt, ich muss mir im ersten Schritt immer überlegen, wie kann ich das denn eigentlich verkaufen? Warum sollte jemand überhaupt mein Video auswählen? Es ist ja so, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, dann werden mir da Dutzende Videos vorgeschlagen. Und da hat jetzt gerade eine künstliche Intelligenz in genau diesem Moment berechnet, was ich mit größter Wahrscheinlichkeit sehen will. Das ist schon in der Regel immer recht verlockend, was da so angezeigt wird. Und warum sollte sich ein Zuschauer entscheiden, mein Video anzugucken und nicht ein anderes? Also das heißt, das, was viele komplett unterschätzen, sind Titel und Thumbnail. Wenn man das falsch macht, dann war das Video für die Tonne produziert. Das heißt, also ich experimentiere da ja auch ein bisschen mit rum. Ich bin da nicht so gut wie du. Aber ich habe festgestellt, wenn ich besonders merkwürdige Gesichter auf diesen Thumbnails habe, dass die oft besonders gut angeklickt werden. Ist das wirklich so oder sind nur meine Zuschauer so? Das sehen wir interessanterweise durch die Bank. Ja, okay. Also das ist wirklich ganz interessant. Wenn man jetzt ein hochwertiges Business-Foto macht, wie man es normalerweise auf seine Website packen würde,
Wunderbares Beispiel. Genau. Das ist das, was in der Regel gar nicht funktioniert. Wenn man jetzt irgendwie das Video pausiert an so einer komischen Stelle und dann irgendwie so eine seltsame Grimasse drin hat, wenn man so gerade am Sprechen ist, das sind interessanterweise Thumbnails, die besonders gut funktionieren. Also das ist ein Teil von einem funktionierenden Thumbnail. Da kommt natürlich noch mehr dazu. Aber genau, also das ist ein wichtiger Teilaspekt. So ein bisschen hat mich das auch immer so erinnert, dieses Thumbnail, da so das Bild darauf und auch diesen Titel, da kommen wir ja bestimmt auch nochmal. Ich komme ja aus dem Journalismus, also ich habe nicht Boulevardjournalismus gemacht, aber das, was ich da manchmal mit diesem Thumbnail sehe und auch mit diesen Titeln, hat mich manchmal ein Stück weit schon an Boulevardjournalismus erinnert. Also jetzt nicht negativ, aber wirklich, es geht darum, einfach die Aufmerksamkeit zu bekommen. Bam! Und zwar mit bestimmten Triggerwörtern, mit bestimmten Triggerbildern, also diese merkwürdigen Grimassen. Ja, die funktionieren einfach, weil wir Menschen darauf konditioniert sind. Könntest du das unterschreiben? Ja, in einem gewissen Rahmen. Also ich fürchte fast, der ein oder andere könnte meinen, wir befürworten jetzt Clickbait. Ja, manchmal habe ich das, also manchmal habe ich schon das Gefühl, mehr Clickbaiting, also je mehr besonders diesen Klick zu bekommen, umso besser funktioniert es. In einem gewissen Rahmen. Also mit Titel und Thumbnail, da setzt man ja eine Erwartungshaltung. Ein Zuschauer erwartet ja jetzt dann bestimmte Informationen in diesem Video zu bekommen. Und wenn ich diese Erwartungshaltung erstens in den ersten Videosekunden nicht perfekt aufgreife, dann klickt der Zuschauer raus. Ja. Und zweitens, wenn ich sie dann nicht im Lauf des Videos, also wenn sich dann nicht abzeichnet, dass ich diese Erwartungshaltung erfüllen kann, dann klickt der Zuschauer auch raus. Und sobald YouTube registriert, viele Leute klicken auf das Video, aber sind dann schnell wieder weg. Dann zieht ja der Algorithmus automatisch den Schluss, naja, dann war es wohl kein gutes Video, sonst hätten sie ja nicht weggeklickt. So, wenn ein gutes Video ist, dann schaut man sich das ja an. Genau. Und wenn man jetzt mit Clickbait arbeitet, also irreführenden Versprechungen oder zu sehr übertreibt, was man nicht im Inhalt halten kann, dann, dann werden die Videos halt auch nicht von YouTube gepusht. Es geht nicht nur darum, den Klick zu bekommen, sondern ihn dann auch zu halten. Wie lange empfiehlst du denn, solche Videos zu machen? Das ist eine ziemlich interessante Frage, auf die es überhaupt keine eindeutige Antwort gibt. Ich habe es befürchtet. Also, weil tatsächlich alles funktioniert von 30-Sekunden-Clips hin bis zu 3 Stunden Interviews. Also da sieht man die komplette Spannbreite. Also das, was wir jetzt gerade machen, mal gucken, wie lange das Video dann letzten Endes wird. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht sogar ein bisschen länger. Das sind Videos, die können einfach extrem gut funktionieren. Also die können auch, die können richtig viele Klicks bekommen, kurze Videos können richtig viele Klicks bekommen. Also da kann man jetzt nicht so eine klare Faustformel abgeben. Was man aber schon sagen kann, also je mehr Zeit ein Zuschauer mit einem verbringt in den Videos, desto mehr Vertrauen, desto mehr Sympathie baut sich auf und desto kaufbereiter wird tendenziell jemand. Das heißt aber nicht, dass jedes Video jetzt eine Stunde lang sein soll. Mhm. Also tendenziell, je mehr Zeit jemand mit einem verbringt, also desto besser ist es grundsätzlich schon. Also da sind wir wieder auch bei der Qualität von so einem Zuschauer, von so einem Lead, worauf ich auch immer ganz klar mit Anzeigen setze, wirklich auf die Qualität zu setzen, definitiv. Jetzt sagst du schon, die ersten Videos können dir Leads bringen. Ja. Und wenn wir Anzeigen schalten, da kaufen wir am Anfang auch Daten und können die auswerten. Und ich sage, Anzeigen können im Laufe der Zeit gerade bei YouTube besser werden. Mhm. Wenn man anfängt, so einen Kanal aufzubauen, werde ich dann in der Laufe der Zeit besser und die Videos sozusagen zahlen aufeinander ein? Oder muss ich jedes Mal wieder neu um den Zuschauer werben? Oh, beides, interessanterweise. Ja. Also auf der einen Seite ist es so, Die ersten Videos sind die schwersten und je mehr man hat, desto mehr Klicks bekommt man. Also Klicks ziehen Klicks an. Sogar in zweierlei Hinsicht. Also je mehr Klicks auf einem einzelnen Video sind, desto besser versteht YouTube, wer sich dafür eigentlich interessiert. Also der Algorithmus schlägt die Videos ja auch nicht wild irgendwelchen Leuten vor, sondern er guckt halt so, welche Art von Leuten gefällt es. Ah, okay, das sind jetzt Unternehmer, die das Video gucken, dann schlage ich es mal mehr Unternehmern vor. Also so funktioniert das. Und je mehr Klicks drauf sind, desto besser versteht YouTube das und kann das Video noch mehr Leuten vorschlagen. Dann kriegt man so diese exponentiellen Kurven auf YouTube-Videos. Das passiert bei einem einzelnen YouTube-Video. Jetzt ist es aber auch so, YouTube hat so ein richtig cooles Feature. Das sind diese vorgeschlagenen Videos am Seitenrand. Ja, kann man auch Werbung drauf machen. Kann man auch Werbung drauf machen. Und also
Wenn ich mir jetzt gerade ein Video anschaue, kann ja jeder Zuschauer einmal kurz für sich überprüfen, das ist ja jetzt hier auch auf YouTube, da werden jetzt auf dem Desktop zum Beispiel daneben andere Videos angezeigt. Und das werden Videos sein, zum Beispiel von deinem Kanal. So, also neben dem Video wird immer ähnlicher Inhalt angezeigt und ähnlichen Inhalt gibt es auf denselben Kanal. Das heißt, Videos von dir werden da angezeigt und das sind ja dann wieder Chancen, dass jemand auf dieses Video klicken kann. So, und also das heißt, jemand guckt sich das erste Video von ihr an, dann guckt er sich das zweite Video an, weil es ihm halt eben auch vorgeschlagen wird. Also das ist der zweite Effekt, wie YouTube-Videos einander gegenseitig stützen. Und wenn man das jetzt kombiniert, also ein einzelnes Video, das einfach viral geht, weil YouTube genügend Daten hat, sorgt dafür, dass alle anderen Videos mehr Klicks bekommen, weil die ja neben diesem viralen Video vorgeschlagen werden. Und weil sie daneben vorgeschlagen werden, sammeln sie auch mehr Klicks und können dann auch viral gehen. Das ist ein total cooler Effekt, was wir dann sehen. Wir nennen das Durchbruchphase, wenn da Leute hinkommen. Dass, also ein Video geht viral und auf einmal geht noch eins viral und noch eins und noch eins und noch eins und auf einmal wächst halt der Kanal dann richtig schnell. Also das zahlt alles aufeinander ein. Das ist richtig. Es kann aber auch sein, also nichtsdestotrotz muss man jedes Mal auch neu um die Zuschauerschaft kämpfen. Nur weil man sich jetzt einen Stamm an Abonnenten aufgebaut hat, heißt das nicht, dass die garantiert das Video sehen. Das um Abonnenten oder um Zuschauer kämpfen ist allerdings vielleicht gar nicht so hart, wie es klingt. Es bedeutet aber, man muss sich trotzdem jedes Mal überlegen, was interessiert denn eigentlich meine Zuschauer? Wie kann ich sie erneut über Titel und Thumbnail dazu motivieren, sich mit meinem Inhalt auseinanderzusetzen? Also das wird man nie ersetzen können, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich denn eigentlich Leute begeistern? Und wenn man das gut macht, dann kriegt man eben diese positiven Effekte, dass ein Video viral geht und das zieht dann die anderen Videos mit. Ja, ich glaube, virale Videos will jeder haben. Das, ja. Absolut. Aber wie wichtig sind Abonnenten? Früher waren Abonnenten komplett das Wichtigste überhaupt, weil also immer wenn man ein neues Video hochgeladen hat, dann wurde es allen Abonnenten gezeigt. Mittlerweile ist es so, dass Abonnenten quasi eine rein kosmetische Zahl sind. Ah, auch so. Richtig, ja. Okay, also ich nenne es so Eitelkeitsmetrik, nenne ich das, solche Sachen immer. Oh, wunderschön, ich glaube, das werde ich klauen von dir. Warum ist das eine Eitelkeitsmetrik? Nun, also mittlerweile ist es so, also das können Zuschauer auch wieder für sich gerne überprüfen, wie viele Kanäle sie selber abonniert haben. Und bei den meisten Leuten, da sammelt sich das so im Laufe der Zeit. Ja. Das sind nicht nur 5 Kanäle, wo man sagt, nur von denen will ich Videos sehen, sondern es sind vielleicht 50 oder sogar 500. Und alle diese Kanäle, die produzieren ja regelmäßig Videos. Da kommt vielleicht einmal die Woche eins, aber ich kann mir ja nicht diese 500 Videos die Woche anschauen. So, und YouTube hat dieses Problem auch erkannt. Man kann dem Zuschauer gar nicht mehr alle diese Videos von allen diesen Kanälen, die er abonniert hat, zeigen. Sondern man muss einfach jetzt auswählen, was ist denn ein besonders interessantes Video. Und ja, also darum ändert sich der Algorithmus hin von, also weg von Abonnenten hin zu, wie interessant ist das einzelne Video. Mhm. Ja. Das wird in der Regel dann immer so an die Stammzuschauer ausgestrahlt. Das sieht man auch ganz oft. Also man kann sich ja mal anschauen, es gibt YouTube-Kanäle, die haben 100.000 Abonnenten, aber machen nur 2.000 Klicks. Das habe ich mich nämlich schon ganz oft gefragt, wie das zustande kommt. Das erklärt es. Ja, ja. Aber warum haben die da so viele Abonnenten? Die sind in der Regel von früher. Okay. Also das sind in der Regel Leute, die sehr früh mit YouTube angefangen haben. Da hat die Plattform noch ganz anders funktioniert. Da ist man damit weggekommen, wenn man schlechtere Titel und Thumbnails gemacht hat. Da war es auch in Ordnung, wenn man die Videos nicht, also wenn man so nicht so ganz auf dem Schirm hatte, wie man das mit der Zuschauerbindung, also wenn jemand draufklickt, dass es von vorne bis hinten anschaut, wie man das so richtig hinkriegt. Und die haben sich dann nicht weiterentwickelt, weil die haben die Erfolgsformel gefunden, die früher funktioniert hat, aber das Umfeld ändert sich. Es ist ja so, dass neue Marktteilnehmer dazugekommen sind. Als Zuschauer habe ich jetzt viel mehr Auswahl. Es gibt viel mehr interessante YouTube-Kanäle, die ich gucken kann. Und naja, wenn es mehr Anbieter gibt, aber die Nachfrage ungefähr konstant bleibt, naja, dann geht es halt bei den Leuten, die nicht so gut sind, runter. Und bei den Leuten, die es halt einfach professioneller angehen, da geht die Reichweite hin. Du hast was ganz Interessantes angesprochen. Es gibt mehr Konkurrenz auf YouTube. Lohnt es sich überhaupt noch, einen YouTube-Kanal aufzubauen, wenn schon so viel Konkurrenz da ist? Eine Frage, die wir öfter mal gestellt bekommen. Ja. Es ist ein bisschen so, als würde man sagen, ja, meine Mitbewerber, die haben schon eine Website. Brauche ich eigentlich noch eine Website? Das ist eine gute Antwort. Ist eine sehr, sehr gute Antwort, genau. Also das Interessante, Miriam, ist ja eigentlich, gerade wenn man merkt, viele Mitbewerber haben schon einen YouTube-Kanal, ja.
gerade dann muss es ein Wake-up-Call sein, dass man sagt, okay, ich muss jetzt anfangen, weil wo wandern denn meine ganzen potenziellen Kunden hin? Alle zu dem YouTube-Kanal. Exakt. Es ist so gut, dass du das jetzt auch nochmal sagst, aus deinem Mund. Wir haben das nicht vorher abgesprochen, weil ganz viele Leute kommen dann zu mir, ja, aber Miriam, es gibt doch schon so viele Anbieter davon, von meinem Produkt. Da sage ich, super, das ist ein Zeichen dafür, dass es einen Markt gibt. Das ist richtig, ja. Das Einzige, dein Problem ist, dass der Markt dich nicht sieht. Richtig. Ja, okay. Wir haben ja damit angefangen, braucht man überhaupt einen YouTube-Kanal, wenn man dann YouTube-Anzeigen macht? Sagst du, du hast ja gesagt, ne, YouTube-Anzeigen geht's, wenn man skaliert. Mhm. Wann würdest du YouTube-Anzeigen mit beimischen? Ja, es ist eigentlich relativ simpel. Also ich kann mal kurz beschreiben, wie wir in der Regel vorgehen, wenn wir so einen YouTube-Kanal von null aufbauen. Also, wir haben jetzt wieder den Fall, jemand hat ein Angebot, also dass es sich halt lohnt, verdient mal mindestens vierstellig an seinem Angebot. Also über diesen Case sprechen wir jetzt. Dann machen wir das in der Regel so, dass wir erstmal so ein kleines Videoportfolio aufbauen. Das sind die wichtigsten Videos, die grundsätzlich dafür sorgen, dass ein Interessent einfach das Angebot versteht und haben will. Also Kaufinteresse entwickelt und sich dann auch entsprechend meldet. Häufig reichen da aus, wenn man so circa 10 Videos hat, dass man so ziemlich alle wichtigen Marketingbotschaften einmal abgedeckt hat. Wenn man möchte, kann man jetzt dieses Videoportfolio so liegen lassen und das arbeitet für einen. Weil, also, wenn man jetzt irgendwas macht, also keine Ahnung, Direktnachrichten oder Kaltakquise oder was auch immer, Leute googeln ja immer nach einem. Und in der Google-Suche, da werden YouTube-Videos angezeigt. Ist halt einfach so. Also das heißt, diese Videos werden entdeckt und arbeiten für einen. Das ist ein digitaler Vertriebsmitarbeiter. Also eben genau. Ein Klon, den man von sich hat, mit den eigenen Verkaufsfähigkeiten, der dann für einen arbeitet. Das ist super cool. Also geht ja eigentlich gar nicht besser. Okay, dann, also das ist immer die erste Phase. Jetzt kann man dann zur zweiten Phase übergehen, wenn das validiert ist, wenn man merkt, man bekommt darüber Leads. Leute sagen im Verkaufsgespräch, hey, ich habe dieses Video gesehen, das hat mich überzeugt, ich muss jetzt einfach kaufen. Oder ich habe den ganzen YouTube-Kanal durchgeguckt, ich muss jetzt Kunde werden. So was in der Richtung, das hört man dann im Verkaufsgespräch. Dann ist ein ganz guter Zeitpunkt, dass man sagt, okay, jetzt erhöhe ich meine Reichweite. Jetzt weiß ich ja, dass es funktioniert, jetzt müssen es eigentlich nur noch mehr Menschen sehen. Und dann gibt es da verschiedene Wege, wie man Reichweite aufbauen kann. Man kann zum Beispiel Kooperationen eingehen mit Leuten, die eigene Zielgruppe haben, aber kein Konkurrenzangebot. Man kann anfangen, mehr Content regelmäßig zu veröffentlichen, dass YouTube die Videos pusht. Aber der mit Abstand einfachste Weg oder der, sagen wir, schnellste Weg ist, indem ich halt einfach sage, hier YouTube, nimm mein Geld und zeig diese Videos mehr Leuten. Und da kommen dann einfach genau Werbeanzeigen ins Spiel. Also sobald es validiert ist, das passiert häufig ab 10 Videos, da macht es dann Sinn, Werbeanzeigen zu schalten. Ja, genau. Und also später, wenn man dann den großen Kanal hat, also wenn man vielleicht dann auch schon ein paar hundert oder Richtung 1000 Abonnenten hat, dann wäre es ja eigentlich fast schon fahrlässig, keine Werbeanzeigen zu schalten. Also du sagst ein Kanal, also ich habe ab 1000 ist ein großer Kanal, würdest du sagen? Also in dem Bereich, über den wir sprechen, ja. Mhm. Also wenn man Hochpreisangebot hat und Videos macht, nicht für Reichweite, für irgendjemand, sondern genau für seine Zielgruppe. Also weil, wenn da einfach ein paar hundert Leute dabei sind, die genau Interesse an deinem Angebot haben und die halt einfach kurz vor Kauf-ready sind. Das sind echt viele Leute. Also stell dir vor, du würdest mit diesen paar hundert Leuten, die deine Videos sehen, halt telefonieren. Oder du müsstest die alle kalt anschreiben. So, du hättest viel zu tun. Schreib mal 300 Leute an. Das ist aufwendig und das heißt ja nicht, dass die antworten. Aber das sind ja alles Leute, die hören dir ja gerade schon zu. Ja. Also, und ich habe gehört, und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die ersten 1000 Abonnenten die schwierigsten sind. Ja, das ist so ein Tipp von früher sozusagen. Ah, okay. Also, das gilt halt auch wieder für die YouTuber-Fraktion. Also, wenn man sich dann so einen Kanal aufbauen will, wenn man wirklich YouTuber-Influencer werden will, ja, dann sind, würde ich auch sagen, die ersten 1000 sind die schwierigsten Abonnenten. Einfach, weil man da halt am Anfang nichts kann. So, dann weiß man ja nicht so genau, über was soll ich jetzt eigentlich Videos machen und wie mache ich denn eigentlich Videos und wie ist das jetzt mit meiner Kamera-Performance. Also da muss man ja noch viel lernen und also es ist halt ungefähr so ein Richtwert, wo man sagt, naja, die Leute haben halt jetzt ungefähr genug gelernt, um gute Videos machen zu können. Aber also was viele denken ist, da passiert irgendwas Magisches mit dem Algorithmus und YouTube sagt, okay, du bist jetzt genehmigt als offizieller YouTuber, jetzt pushen wir deine Videos. Also sowas passiert ja gar nicht. Also die Kanäle werden nicht mehr gepusht, sondern es hängt mit anderen Faktoren zusammen. Ja.
Ich finde was ganz Spannendes, was du gesagt hast, und da ähneln sich eben die Welt der Anzeigen und das, was du machst mit der organischen Reichweite. Das, was vor 2, 3 Jahren noch propagiert worden ist und was vielleicht auch noch funktioniert hat, heißt nicht, dass es heute noch funktioniert. Ja, ja, richtig. Ja, das heißt, es gibt Grundsätze, wie wir Menschen ticken, worauf wir reagieren, was so Videos machen müssen, die bleiben immer gleich. Ja. Aber drumherum gibt es viele Veränderungen. Also ne, ja. Wir haben die Eitelkeitsmetriken Abonnenten, die haben wir jetzt schon gefunden. Was würdest du noch sagen, war eins der großen Veränderungen in der letzten Zeit, um organisch zu wachsen? Oh, es gibt viele Veränderungen. Es gibt wahnsinnig viele Veränderungen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Miriam. Bei einem. Einfach bei einem. Okay. Also einer der interessantesten Werte, der den Erfolg eines YouTube-Videos bestimmt, das ist die Klickrate. Mhm. Klickrate der Impressionen, so heißt das. Die Klickrate gibt an, wenn einem Zuschauer dein Video vorgeschlagen wurde, welcher Prozentsatz davon klickt eigentlich auf dein Video. Also gibt Aussage darüber, wie interessant waren Titel und Thumbnail im Wesentlichen. Und früher konnte man diese Klickrate gut messen. Also man hat eine Zahl bekommen, die man auswerten konnte. Und heute ist es so, der YouTube-Algorithmus hat sich verändert. Oder das wird aber ganz schön technisch jetzt hier. Jetzt wollen wir es wissen. Jetzt nicht hier ab. Jetzt wollen wir es wissen. Okay, cool. Auf deine Verantwortung. Also es ist so, wenn ich jetzt Videos untereinander vergleichen will, die ich hochlade und mir diesen Wert anschaue, dann brauche ich ja immer eine Referenzgruppe. Also das heißt, ich brauche im Prinzip dieselben Zuschauer, denen meine Videos vorgeschlagen werden, damit ich da was untereinander vergleichen kann. Und früher war diese Situation gegeben. Wenn du ein Video hochgeladen hast, dann hat es in den ersten 24 Stunden nur deine Stammzuschauer gesehen, in der Regel nur die Abonnenten. Und danach, wenn das dann einfach ein interessantes Video war, wenn die Klickrate hoch war, dann hat es nach einem Tag so einen Sprung nach oben gemacht, das Video. Mittlerweile ist es aber so, dass der YouTube-Algorithmus viel schneller geworden ist. Der braucht keine 24 Stunden, um das Video zu vergleichen, sondern tatsächlich kann in der ersten halben Stunde schon passieren, dass YouTube feststellt, ah, das ist ein gutes Video, das schlage ich jetzt richtig vielen Leuten vor. Aber das ist einerseits gut, weil dann entdecken mich schneller neue Leute, aber andererseits fällt diese Gruppe an denselben Menschen raus. Das heißt, dieses Video wird neuen Leuten vorgeschlagen, die haben noch nie von mir gehört. Und weil sie noch nie von mir gehört haben, klicken sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit als meine Hardcore-Fans, die jedes Video von mir anschauen. Natürlich klicken andere Leute weniger. Und jetzt sieht man dann so paradoxe Effekte wie, dass besonders gute Videos, die besonders viel Reichweite bekommen, eine überraschend niedrige Klickrate zum Beispiel haben. Das ist ja spannend. Finde ich auch. Das ist ja total spannend. Also so technisch finde ich es gar nicht, aber ich finde, das ist ein Beispiel, wahrscheinlich von Tausenden, die du nennen kannst, dass was man glaubt, was funktioniert, wenn man die Hintergründe verstanden hat, kann man es einfach anders einschätzen und deswegen auch bessere Entscheidungen treffen. Ja. Wenn ich bessere Entscheidungen treffen möchte, was meine organischen Videos auf YouTube angeht, ne, und man eben nicht nur Ads machen möchte, sondern eben auch organisch, ne, haben wir ja jetzt hier gehört, warum das wichtig ist, wie erfahre ich mehr von euch? Oh, ganz einfach auf unserer Webseite oder besser auf unserem YouTube-Kanal selbstverständlich, den sollten wir hier verlinken. Das ist Logical Lemon Consulting oder gerne auch auf unserer Website, das ist logicallemon.de. Also für alle, die es interessiert, könnt ihr euch gerne eine kostenlose YouTube-Beratung ausmachen und dann können wir uns anschauen, macht ein organischer YouTube-Kanal in eurer Situation Sinn und wie genau baut man so einen Kanal auf? Ja, vielen Dank für die vielen Golden Nuggets, die du hier verbracht hast. Ich habe jede Menge gelernt und ich freue mich total, dass ich mit meinen mehr als 1000 Abonnenten wohl schon offensichtlich ein großer Kanal bin. Ich habe eher gedacht, ich krebs da so vor mich hin. Und dass es eine Eitelkeitsmetrik ist, mit der kann ich dann aber gut leben. Danke dir für das Gespräch. Vielen Dank, Miriam. Und ich würde mal den YouTube-Kanal auschecken von denen. Der ist nämlich echt gut.